Herzlich willkommen zum Stichwort. In dieser Rubrik haben wir im Zusammenhang mit der Predigtreihe zum Markus-Evangelium hilfreiche Hintergrundinformationen gegeben, die dazu dienen, biblische Texte und Ereignisse besser zu verstehen. Viel Spaß beim Ansehen. Ehescheidung in der Bibel oder noch ein bisschen mehr eingegrenzt zur Zeit von Jesus. Jesus äußert sich an einzelnen Stellen zur Ehescheidung, in der Bergpredigt, an anderer Stelle später nochmals im Evangelium. Und dann natürlich auch gerade in der Frage, als er gefragt wird, wie ist es denn jetzt von Gott her, wie ist es erlaubt mit der Scheidung? Da werden wir heute in der Predigt drüber gemeinsam sprechen. Das, was im Alten Testament klar formuliert ist, was den Menschen auch deutlich ist, die Ehe ist von Gott gegeben, von Gott geschützt. Man hat sie zur Zeit von Jesus als eine Gabe Gottes angesehen, die Gott auch ganz bewusst dadurch geschützt hat, dass er Gebote gegeben hat, die diese Ehe bewahren sollen. Das Bekannteste, du sollst nicht Ehe brechen, dann aber auch andere, dass zum Beispiel jemand, der frisch verheiratet war, verboten war, ein Jahr lang am Krieg teilzunehmen. Ja, also damit, um auch Ehe zu bewahren. Oder dann andere Gesetze, die zeigen, Gott, er hat bewusst Familie, Ehe im Blick, um das bewusst auch zu schützen vor Angriffen von außen oder vor Zerstörung von innen. Zum anderen war in der Zeit von Jesus das Thema Scheidung klar und zugleich umstritten. Und es mag vielleicht ein bisschen verwundern, dass es völlig klar war, Scheidung ist okay. Umstritten ist nur, wann. Und man beruft sich auf einen Vers, 5. Mose 24. Das war der Vers, der diskutiert wurde, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schädliches oder Schändliches an ihr gefunden hat und er einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt, Punkt, 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 dann kommt eine Regelung. Und diese Option eines Scheidebriefs hat man jetzt diskutiert. Und man hat diskutiert, was ist etwas Schändliches? Ab wann darf ich sie entlassen? Und wenn man da hineinschaut, dann spricht man nicht mehr von der guten alten Zeit. Denn einer der berühmtesten und auch prägendsten Gesetzeslehrer, das war der Pharisäer Hillel. Er hat 110 vor Christus bis 10 nach Christus gelebt, zumindest der jüdischen Überlieferung nach. Also zur Zeit von Jesus eine der prägendsten Gestalten, die das jüdische Verständnis der Tora, des Gesetzes geprägt hat. Und er hat die Frau praktisch aus jedem Grund entlassen lassen. Er hat gesagt, Schändliches ist, wenn die Frau das Essen anbrennen lässt, wenn sie zu viel mit der Nachbarin schwätzt, wenn sie nicht ihre Aufgaben zu Hause. Ja, also damit hat er eine Latte so tief gehängt, dass eigentlich aus jedem Grund möglich war, die Frau zu entlassen oder sich von ihr zu scheiden. Anders Schamai. Er war so der Konkurrent von Hillel. Er ist so um 50 vor Christus geboren, also auch noch sehr prägend für die Zeit von Jesus. Und Schamai hat gesagt, dieses Schändliche, das ist etwas, was schändlich vor Gott ist. Und das kann eigentlich nur die Untreue, also Ehebruch sein. Und er hat gesagt, also es gibt so gut wie keine Möglichkeit, ja, dieses Schändliche in andere Richtungen zu deuten. Und es wurde jetzt ganz heiß diskutiert. Wer hat jetzt recht, Hillel oder Schamai? Und wie die Entwicklung war, die sieht man dann an Rabbi Akiba. Er ist erst nach Christus geboren, 50 nach Christus, hat bis 135 nach Christus gelebt. Aber bei ihm wird die Entwicklung am deutlichsten, weil er gesagt hat, die Frage ist nicht mehr, was die Frau tut, sondern wie es dem Mann geht. Und Akiba hat gelehrt, wenn der Mann eine bessere findet, hat er kein Problem und kann die Frau entlassen. Auch das wird mit schändlich abgedeckt. Und man hat es alles so nicht nur aus der Bibel herausgelesen, sondern es hat man gelehrt. Und Akiba war zum Beispiel die prägendste Gestalt für das rabbinische Judentum. Und damit jetzt das Thema Scheidung, wenn ich gesagt habe, das war klar und umstritten. Klar war, du kannst dich jederzeit von deiner Frau scheiden. Umstritten war nur, wie versteht man dieses schändlich? Die Scheidung erfolgt durch einen Scheidebrief, das war ein vorgegebenes Formular. Das wurde dann in der Synagoge beglaubigt, da wurde der Name eingetragen der Frau, da wurde der Grund eingetragen und es haben Zeugen beglaubigt, dass das dann jetzt auch gültig ist. Es war ein offizielles Dokument, auch für die Frau wichtig, weil sonst, wenn sie eine andere Beziehung hätte, hätte man sie als Ehebrecherin anklagen können. So war deutlich, diese Beziehung ist zu Ende gewesen.
Aber das, was heftig ist, dieser Scheidebrief endet mit diesem Satz: Siehe, du bist erlaubt, jedermann. Und dies soll dir meinerseits das Schriftstück sein der Verstoßung und das Dokument der Scheidung und der Brief der Entlassung nach dem Gesetz des Mose und dem Gesetz Israels. Das hat der Mann der Frau in die Hand gedrückt, und da wird jetzt deutlich: Scheiden konnte sich nur der Mann von seiner Frau. Die Frau hatte kein Recht zur Scheidung. Wenn sie zu Hause die Hölle vorgefunden hat, hat sie nur eine Möglichkeit gehabt, dass sie Verbündete in der Synagoge gefunden haben, die dann Druck auf den Mann ausgeübt haben, dass er sich von seiner Frau trennt. Und damit wird deutlich, dass dieses ein sehr, sehr willkürliches Handeln der Männer war. Begleitet war das alles noch von dem, dass in dieser Zeit sowieso Ehe verfallen ist. Die Herodianer haben viel mit beigetragen. König Herodes, ja, der seinem Bruder die Frau ausgespannt hat. Und er war für viele wie so ein Vorbild, dass man da das gar nicht mehr so ernst nehmen muss. Und da hat sich Johannes der Täufer und Jesus sehr deutlich dagegen postiert. Und damit sind sie auch auf Konfrontationskurs gegangen mit dem, was man damals so dachte.